Guten Abend, Dirk Wolf. Herzlich willkommen. Ein neues, aber nicht gänzlich unbekanntes Gesicht in Rödermark. Ja, das ist richtig. Ich war ja mal kurz hier, hatte mal kurz in der Metro gehabt bei dem heutigen Gegner von uns. Und bin aber jetzt, denke ich mal, auf der richtigen Seite gelandet. Zumal ich ja mit dem Zivo auch schon einen habe, der auch schon öfters mal gefragt hat, weil er das auch alleine macht. Und von daher hat das natürlich auch gepasst jetzt. Ja. Dann wollen wir doch mal das Rätsel lösen. Dirk Wolf ist der neue Co-Trainer oder zweiter Trainer bei der Turnerschaft Oberroden in der Verbandsliga Süd. Herzlich willkommen. Für den Dirk spricht natürlich, dass er sehr große Verbandsliga-Erfahrung in Darmstadt, bei Darmstadt 98, bei der zweiten Mannschaft gesammelt hat. Wie wird das jetzt mit der jungen Truppe bei der Turnerschaft? Ja, im Prinzip ist es das gleiche Arbeiten, weil ich hatte in Darmstadt wie auch jetzt hier eine junge Mannschaft, eine sehr junge Mannschaft. Und das war für mich eigentlich auch eine Voraussetzung, dass ich irgendwie was mache, dass ich halt auch mit jungen Spielern arbeiten kann, denen man wirklich halt auch noch was beibringen kann, die wirklich noch wollen, die hungrig sind, nicht nur auf Erfolg, sondern auch auf persönliche Entwicklung. Und das war für mich halt auch extrem wichtig. Ja. Der Schritt vom SV Darmstadt 98, jetziger Zweitligist, zur Turnerschaft Oberroden. Ein Jahr haben Sie jetzt erfolgreich in der Verbandsliga hinter sich gebracht. Ist das nicht ein sehr großer Schritt vom Umfeld, von allem? Naja gut, man muss immer dazu sagen, dass ich immer noch die U23 dort trainiert hatte. Und das muss man ein bisschen separat sehen zu der ersten Mannschaft. Ja, das waren eigentlich zwei unterschiedliche Vereine, kann man sagen. Ja, wir waren da auf uns allein gestellt. Und von daher ist der Unterschied gar nicht so groß, ja, was das betrifft. Und auch was die Trainingsmöglichkeiten betrifft, haben wir, glaube ich, auch immer mal so die gleichen Probleme wie jetzt auch die TS. Und dadurch, dass wir halt auch viele Jugendmannschaften hatten und wenige Plätze, habe ich das jetzt schon mitbekommen, dass wir hier auch einige Sachen aufteilen mussten. Ja. Von daher ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich gehe jetzt davon aus, es ist aber eine neue Aufgabe. Spannend, oder? Ja, absolut, muss man sagen. Seitdem die Mannschaft jetzt halt auch in der Verbandsliga spielt, hat man ja auch schon die Qualität gesehen. Ich weiß ja auch, wie der Zivo denkt und wie er Fußball spielen möchte. Und das ist auch eine Art, wo ich absolut konform mitgehe. Und wenn man dieses Spielerpotenzial hat, ist die Aufgabe absolut reizvoll. Ja. Dann herzlich willkommen und viel Erfolg in Oberroden. Dankeschön.